Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird gezeigt, wie Sie die Festplatte auf Fehler überprüfen und diesen in Windows 10 beheben können. Dies sollten erfolgen, wenn Sie den Verdacht haben, dass die Festplatte nicht mehr funktioniert. Beispielsweise fährt ein Computer für längere Zeit noch oder herunter, startet das System plötzlich neu, friert bei der Arbeit mit Dateien ein und so weiter. Sie müssen keine weiteren Programme installieren, alles was benötigt wird, befindet sich bereits im System. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um Datenträgerfehler mit dem Windows-Betriebssystem zu überprüfen und zu beheben, müssen Sie den Befehl chkdsk an einer Eingabeaufforderung ausführen, die als Administrator ausgeführt wird. Der Befehl chkdsk funktioniert nur mit Laufwerken, die mit NTFS oder FAT32 formatiert sind. Klicken Sie zum Starten mit der rechten Maustaste auf das Menü Start und dann auf Eingabeaufforderung Administrator. Geben Sie als nächstes den Befehl chkdsk ein und geben Sie den Laufwerkbuchstaben ein, den Sie auf Fehler überprüfen möchten, in meinem Fall Laufwerk C. Geben Sie als nächstes den Parameter F ein, in dem Fehler automatisch korrigiert werden, und den Parameter R, in dem die fehlerhaften Sektoren überprüft und eine Wiederherstellung der Informationen versucht wird. Drücken Sie Enter. Da wir die derzeit vom System verwendete Festplatte überprüfen, wird folgende Meldung angezeigt. Das aktuelle Laufwerk kann nicht gesperrt werden. Der Befehl chkdsk kann nicht ausgeführt werden, da das angegebene Volumen von einem anderen Prozess verwendet wird. Geben Sie Y ein, drücken Sie Enter und sehen Sie die Meldung. Dieses Volumen wird beim nächsten Systemstart überprüft. Gehen Sie danach zum Startmenü und starten Sie unseren PC neu. Wir drücken nichts auf der Tastatur und im nächsten Fenster sehen wir Laufwerk scannen und reparieren. C. Dies bedeutet, dass der Befehl chkdsk ausgeführt wird und nur auf das Ende dieses Vorgangs gewartet werden muss. Das Überprüfen und Korrigieren von Fehlern kann lange dauern. Nach Abschluss erhalten Sie Statistiken zu überprüften Daten, gefundenen Fehler und fehlerhaften Sektoren. Mit dem Windows-Dienstprogramm können Sie ein externes Laufwerk, eine Speicherkarte oder ein USB-Flash-Laufwerk überprüfen. Gehen Sie dazu zu dieser Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Laufwerk, in meinem Fall auf Laufwerk R, und wählen Sie den Eintrag Eigenschaften. Klicken Sie auf der Registerkarte Extras auf Überprüfen. In meinem Fall meldet Windows 10, dass keine Datenträgerprüfung erforderlich ist. Sie können diese jedoch erzwingen, indem Sie auf Datenträger prüfen klicken. Klicken Sie auf Check Disk und warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. In meinem Fall hat Windows keine Fehler festgestellt. Sie können auch den Befehl chkdsk verwenden, um das externe Laufwerk, die Speicherkarte oder das USB-Flash-Laufwerk zu überprüfen. Diese Laufwerke werden jedoch nicht vom System verwendet und Sie müssen den PC nicht neu starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.